Ja moin, mein Name ist Alvo und ich möchte euch heute wieder ein kleines Stück Gear vorstellen, wie öfter üblich auf diesem Kanal. Und zwar hat die Firma Olight mir vorab, bevor die Taschenlampe überhaupt rauskam, ein Testexemplar zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich nicht nur mir, die machen das ja mit vielen YouTubern. Und zwar geht es um die i5T EOS. Das ist eine EDC-Taschenlampe in dem Bereich angesiedelt. Ich habe sie jetzt eine Woche in Benutzung und möchte euch jetzt ein kleines Handout, Hands-on-Video dazu geben. Also noch keine vollwertige Langzeit-Review. Aber wenn dich das schon mal interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, das hier ist das kleine Stück. Wir gucken uns das einmal ganz kurz in der Nahansicht ein bisschen an. Natürlich wie immer ganz am Anfang, alle Links findet ihr wieder unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch noch mal mehr Details euch angucken könnt, etc. etc. Ihr kennt das Ganze natürlich, ne? Hier einmal die Lampe. Die Farbe wird mit Desert Tan beworben. Wir haben optisch hier so eine kleine Helix-Rifflung, die zum einen ja optisch ganz nett ist, gleichzeitig aber auch ein bisschen griffig, finde ich, haben sie sich ganz gut überlegt. Da haben wir hier einen schwarzen Clip, der geht ordentlich tief, sodass man auch tief in die Tasche sozusagen reinkommt. Das ist schon mal ganz gut. Sowie hier unten ein wertiger Griff bzw. Knopf. Funktioniert ganz gut. Kannst du drauf drücken, dann leuchtet's. Soweit so gut, das ist erstmal standardmäßig Taschenlampen. Was haben wir denn hier für Werte? Die gehen wir einmal ganz kurz im Detail durch und dann sprechen wir über die Taschenlampe ein bisschen genauer. Wir befinden uns im Preisbereich zwischen 30 und 40 Euro. 30 ist gerade Aktion, weil die Taschenlampe halt jetzt gerade erst neu auf den Markt kommt und dann wird sie wohl später 40 kosten. Aber das wird ja nicht die letzte Aktion sein, man kennt das ja ein bisschen, ne? Und maximal kommt sie auf 300 Lumen, das ist jetzt die 30 Lumen Variante, die, wenn man einmal drauf drückt, ganz schnell das kleine Licht, um was in der Tasche zu finden oder etwas ähnliches. Wasserdichtigkeit ist nach IPX8 Standard gegeben, das heißt mindestens Spritwasser geschützt und kann auch mal in eine Pfütze reinfallen, das sollte absolut kein Problem sein. An sich Flugzeug Aluminium wieder schön rausgefräst, das Ganze fühlt sich auch sehr wertig an. Wir können einmal ganz kurz, das habe ich eben nicht gemacht in der Nahansicht, hier aufschrauben, klassisch. Und dann kommt eine Doppel-A-Batterie zum Vorschein, die auch mitgeliefert wird. Ihr könnt nach Angabe auch den 14.800er Akku benutzen. Das sind die, die so groß sind wie Doppel-A-Batterien. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das die genaue Bezeichnung war. Weiterhin wird die Leuchtweite mit 60 Meter angegeben. Dann die Lichtintensität in zwei Skalen angegeben. Einmal in Lumen für 300 Max und einmal ein Candela. Ich weiß nicht, was Candela ist. Vielleicht kann ja einer von euch da mal uns ein bisschen aushelfen. Die drei Modi schalten wir hinten durch. Na, ihr seht, einmal drauf gedrückt haben wir wieder die 30 Lumen. Dann können wir zum Beispiel doll und dann stuft sie sich hoch und geht in die 300 Lumen hoch. Die Laufzeit wird mit 20 Stunden angegeben und ich gebe euch mal ganz kurz die Maße durch. Da haben wir das Gewicht von 60 Gramm, eine Länge von 9,5 cm, den Kopfdurchmesser von 17,8 mm und den Körperdurchmesser von 17,8 mm, also 1,78 cm. Das Ganze schlägt sich in der Größe auch ja, wie eine dicke Füllerkappe nieder. Und ist von so einem großen Mann wie mir so ungefähr Zeigefingerlänge. Ne? Ihr seht das, ich habe nicht besonders lange Finger für meine Körpergröße. Das heißt, die wird durchaus bei anderen noch mal ein bisschen kürzer daherkommen im Vergleich. Ansonsten gibt es bei dem Lieferumfang nicht viel zu sagen. Das Ding, es gibt kein Lanyard übrigens dabei, zumindest war bei mir keins dabei, mit einer Batterie drin und einer, ja, mehr schlechten als rechten Bedienungsanleitung noch dazu. Das waren die Details. Gehen wir doch mal auf die Lampe ein bisschen an sich an, nachdem wir das Trockene am Anfang wie immer durch haben. Wir befinden uns hier bei einem Produkt, wo ich schon mal ein ähnliches in längerer Zeit in Benutzung habe, wo auch viele andere das benutzen. Damit meine ich diese Art von kleinen EDC-Taschenlampen, die mit einer handelsüblichen Doppel-A-Batterie funktionieren. Also Batterien, die so wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Statistik parat, aber die am häufigsten vorkommenden Batterien sind. Ne? Die zweithäufigsten sind wahrscheinlich die Triple-A-Batterien. Eins von beiden wird es auf jeden Fall sein. Die hat jede normale Tankstelle irgendwo und jeder Supermarkt hat davon. Ihr kennt es bei all die 10er-Packs, 12er-Packs, was weiß ich. Besser ist natürlich Akkus.
Aber auch da gibt es bei Doppel-A immer Auswahl, sowie natürlich die 14800er Akkus. Ne? Die sind dann noch ein bisschen ausdauernder, sag ich mal, weil die mehr Milliampere-Stunden aufnehmen können. Und in dieser Kategorie spielt sie fantastisch gut, muss ich sagen. Also die andere, die ich habe, die habe ich mal aus China bestellt. Die kostet in China bei Gearbest knapp 12 Euro und hier knapp 20 Euro. Also 10 Euro günstiger als das Modell hier. Ich verlinke euch auch das günstige Modell. Aber man merkt schon den Verarbeitungsunterschied. Ne? Es ist ein sehr hochwertiges Produkt im Gegensatz zu dem, was ich sonst in der Hand hatte. Die andere Taschenlampe, die ich benutzt habe, die war so... Ja, hier und da kommt mal ein Kratzer rein und so weiter und so fort. Und das hier wirkt halt gleich so, als wenn das halbwegs ewig hält, wenn man damit pfleglich umgeht. Natürlich muss man auch sagen, für so ein kleines Stück Aluminium mit so einer LED, weil mehr ist das ja im Prinzip nicht, ne? Wenn ihr die Batterie rausnimmt, dann wiegt das Ding fast gar nichts mehr. Ne? Und eigentlich ist nur dieser Kopf hier oben, dieses kleine hier vorne, die LED. Und das und für ein bisschen gefrästes Aluminium 30 bis teilweise 40 Euro zu bezahlen, ist natürlich eine Hausmarke, muss man sich überlegen, ne? Ob man das im Vergleich haben möchte. Aber da muss man sich auch nur diese eine kaufen und die hält dann ewig. Und ich sag mal so 40 bzw. im Moment ja noch 30 Euro ist schon mal eine Investition, eine kleine Investition, die man tätigen kann für eine Taschenlampe, die einen zuverlässig begleiten soll und auch ordentlich ein bisschen Power hat. Ich selbst verwende natürlich am liebsten dann zusammen mit Akkus. Da hat man nicht immer dieses ständige Batterien weggeschmeiße, was unserer Umwelt ja auch nicht so gut tut. Und dann funktioniert das Ganze zusammen sehr gut. Viel mehr gibt es zu der Taschenlampe bis jetzt nicht zu sagen. Wie gesagt, zu Olight, dem Shop, findet ihr unten einen kleinen Link sowie zu Vergleichstaschenlampen. Auch noch unten in der Videobeschreibung könnt ihr einfach mal reingucken. Vielleicht interessiert euch ja dann doch eher ein Low-Budget und von der Qualität ein bisschen schlechteres Produkt, weil ihr sagt, ja, meine Güte, eine kleine Taschenlampe, da brauche ich nicht etwas, was für ein Leben lang hält. Jeder, wie er das möchte. Ansonsten hoffe ich, du schaust bei den nächsten Videos auch wieder zu. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschüss, tschüss.